Neu soll sie sein und die Landwirtschaft revolutionieren. NGT, die sogenannte neue Gentechnik mit Methoden wie der Genschere CRISPR-Cas. Die EU-Kommission beschäftigt sich gerade mit dem Thema. Grund genug, mal genauer hinzusehen, ob die Versprechen der Industrie einer Prüfung standhalten. Doch zunächst, was ist überhaupt der Unterschied? Bei der alten Gentechnik, da wird artfremde DNA eingefügt. Bei der neuen Gentechnik ist es so, dass an bestimmten Stellen geschnitten wird, dass DNA neu zusammengefügt wird, dass irgendwo ein Teil ausgeschaltet wird. Aber auch damit sind ganz, ganz tiefgreifende Veränderungen möglich. Und so kann bei herkömmlicher wie neuer das Genom einer Pflanze zum Beispiel so verändert werden, dass sie ein Insektengift produziert. Einerseits gewöhnen sich die Schädlinge an das Insektizid, das ausgeschieden wird. Das heißt, sie werden immun dagegen und du brauchst in der Folge mehr Pestizide, stärkere Pestizide, um diese Schädlinge zu bekämpfen. Das Zweite ist, es sind nicht nur Schädlinge davon betroffen, sondern durchaus auch Nützlinge. Ist die neue Gentechnik also besser für die Artenvielfalt? Wohl kaum. Ein zweites Ziel der industriellen Landwirtschaft ist es, Monokulturen auf großen Flächen anbauen zu können. Unkraut ist unerwünscht und deshalb wird kräftig mit Herbiziden gesprüht. Alte wie neue Gentechnik schützt die Nutzpflanze vor den Giften und soll dadurch ihren Einsatz verringern. Die neue Gentechnik setzt genauso wie die alte Gentechnik hauptsächlich auf Herbizidresistenz. Und da wissen wir schon, was passieren wird. Über die Jahre wird sich der Einsatz von Pestiziden steigern, weil auch die Unkräuter resistent werden und nicht nur zum Beispiel das Soja. Das Leben setzt sich eben immer durch, auch das von Unkraut. Hier fällt die NGT also durch. Und auch das nächste Versprechen kennen wir schon seit 25 Jahren. So will die neue Gentechnik dem Welthunger den Kampf ansagen. Und im ersten Moment hört sich das auch vernünftig an. Gentechnisch gepushte Pflanzen, denen Dürre nichts ausmacht. In der Praxis hat das nicht stattgefunden. Es gibt keine Pflanzen, die klimafit sind, die durch Gentechnik entstanden werden. In der Biolandwirtschaft haben wir da einen wesentlich vielversprechenderen Ansatz. Durch herkömmliche Züchtung, die über viele, viele Jahre passiert, können Pflanzen durchaus widerstandsfähiger gemacht werden. Also gilt auch hier wieder nein. Und so einleuchtend das Argument der Industrie ist, so einleuchtend ist auch die Wahrheit. Konzerne wollen Profit machen und nicht den Welthunger stillen. Damit wird also auch klar, die neue Gentechnik ist keine Lösung für klimabedingte Probleme in der Landwirtschaft. Wir drehen uns im Kreis. Gentechnikpflanzen sind enorm abhängig von Pestiziden oder von Kunstdünger. Was wir brauchen, ist einen Umbau Richtung Agrarökologie, mehr Biolandwirtschaft, echte, vielfältige Lösungen für eine Landwirtschaft der Zukunft, die Hand in Hand mit echtem Klima- und Umweltschutz geht. Geforscht wird derzeit hauptsächlich an Mais, Raps, Soja und Tomaten. Die neue Gentechnik ist noch sehr jung und die möglichen Auswirkungen der NGT auf Menschen und Umwelt ist noch nicht erforscht. Eine Regulierung und Kennzeichnungspflicht der neuen Gentechnik am Acker und in Lebensmitteln könnte hier Sicherheit geben. Das Fazit: Statt die Ursachen der landwirtschaftlichen Probleme zu beseitigen, behandelt die neue Gentechnik nur die Symptome der industriellen Landwirtschaft.